So, hallo, ich begrüße euch zu einem kurzen Hack. Einfach mal wieder für zwischendurch, weil wir hier gerade Kaizo Kindergarten spielen. Das ist auch schon alles fertig aufgenommen. Also fertig aufgenommen in Anführungszeichen. Aber das Projekt ist beendet, sagen wir es so. Und jetzt habe ich gedacht, kann ich zwischendurch auch mal wieder einfach einen kleinen Hack spielen. So, für die Leute, die vielleicht nicht so Kaizo begeistert sind oder auch was mein Save-State-Gedingse angeht, was da auch nicht so schön ist. Einfach mal wieder ein Hack ohne Save-States mit 5 Exits, der sollte also in einem Part durch sein. Ist an Winesauce angelehnt, da gibt es irgendwie einen Charakter-Sponge. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nur gelesen. Deswegen ist es auch irgendwie so ein bisschen russisch alles angehaucht. Ich will einfach nur die Level spielen, ja, ich werde nicht verstehen, worum es da geht. Aber das ist Sponge und Sponge hat einen Schnurrbart offensichtlich. Hallo Sponge. Also es hat mit SpongeBob nichts zu tun hier. Es ist auch kein Schwamm gemeint. Sondern es ist alles so ein bisschen russisch angehaucht anscheinend. Oh, das wollte ich nicht. Und Krieg anscheinend herrscht hier auch. Das ist die falsche Taste. Das ist die richtige. Ich spiele mit Gamepad. Ich kann es ja kurz vorlesen, was auf SMV Central steht. Welcome to the Soviet and depressing world of Sponge. This hack is a fan project for Winesauce based on his Tomodachi Life character Sponge. This hack includes 6 new levels in one world, custom graphics, bla bla, new Sponge lore and story. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer Sponge ist. Ich will einfach nur die Level spielen. Handful of Winesauce jokes and references. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer was Winesauce ist aber vielleicht weiß das jemand von euch. Ach so, wenn ich mich. Ah. Okay. Gut, aber jetzt spielen wir einfach mal den Hack. Was ist denn da? Hä? Ah, jetzt habe ich mich da oben ablenken lassen. Tun einfach mal so, wie wenn das alles hier normal wäre. Ist das jetzt. Okay, ist einfach nur Deko. Ich bin irritiert, dass wenn man das ist so, ne, wenn man hoch guckt, dass es sowas hier macht. Das irritiert mich. Ah. Ist das vielleicht schon mit der neuen Lunar Magic gebaut, dass das jetzt so ein größerer Raum ist? Weil es geht ja gerade hoch. Aber wenn nicht noch höher geht, dann vielleicht auch nicht. Noch ist es, glaube ich, auch mit dem Normalen möglich, was man so sieht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht liegt es daran, dass man dann so rauf und runter gucken kann. Aber ich glaube, von der Höhe her ist es noch normal auch möglich. Ah, Mist. Ah, Mist. Das war. Das war natürlich völliger Schwachsinn. Das war natürlich völliger Schwachsinn jetzt. Ups. Ah, das. Irritiert mich voll, wenn ich mich ducke. Na, dann macht er den hier. Das ist nicht so, dass. Oh mein Gott. Na, das ist super irritierend. Weil man will sich ja zum Beispiel einfach mal ducken und dann nicht direkt dabei direkt die Kamera verschieben. Au. Aber es scheint nicht noch höher zu gehen nachher. Ah, dafür geht's in eine Röhre. Okay, die brauche ich jetzt halt eh nicht mehr holen. Wow. Okay. Wir gehen ins Ziel. Ich hoffe, man braucht die Coins am Ende nicht. So. Mich ein bisschen konzentrieren hier, ne?
Wie komme ich denn jetzt da hoch? So komme ich da hoch. Ich mag ja diesen Blättereffekt. Wenn man es mit dem nicht übertreibt, sieht er echt cool aus. So wie hier jetzt zum Beispiel. Das ist voll hübsch. Wow. Das war gefährlich. Okay. Muss mich mal ganz kurz an der Nase jucken. So. Weiter im Programm. Wir bleiben mal oben. Ja, oder auch nicht. Jetzt gehen wir wieder auf den normalen Weg. Mit Waypoint. Kann ich da unten stehen? Ah. Das ist natürlich mit der Pflanze in Kombination ein bisschen ungünstig gewesen. Oh. Was? Hallo, Undertale. Erd. Was? Erd. Hä? Alter. Erd. Das wird wohl so eine Anspielung sein, die wir nicht verstehen, weil keiner Winesource kennt. Falls jemand von euch die Anspielung versteht, teach me. Denn ich verstehe sie natürlich nicht. Ne, Undertale habe ich verstanden, aber... Alles andere war... Oh mein Gott. Hier macht jetzt auch so mit der Kamera nichts Komisches mehr. Das war nur die eine... Nein, ich brauche unbedingt den Pilz. Und da das die letzte war, wird jetzt wohl gleich das Ziel kommen. Also das Ziel kommt tatsächlich, aber es war nicht die letzte Yoshi-Coin. Okay. Meinetwegen. So, Battlefield. Jetzt also richtig in den Krieg. Did you know gaming? Did you know you can press up and down to scroll the screen and... Ja, und es sieht halt furchtbar aus. Okay. Ich weiß, es gibt diesen Did You Know Gaming YouTube-Kanal, den habe ich auch abonniert. Ich glaube, das ist eine Anlehnung daran. Ja, da ist er ja, genau. Okay. Ah, das war... Nein! Nicht normal. Geh weg. Oh mein Gott. Aber interessant, dass während des Textes die Musik auch, weißt du, wie ich sich... Ihr wisst, was ich sagen will. Oh nein! Oh, ich... Überhaupt kein Fan von dem Effekt. Oh, wait. Ich kann da nicht runter. Oh, Mist, da war ein Mancher, den habe ich nicht erkannt. Oh Mist, da oben wäre bestimmt eine Yoshi-Coin gewesen. Ja, zu spät, ne? Was soll's? Es ist ein bisschen anstrengend, es ist schon mit dem Regen. Oh, nicht schon wieder.
Silver Piece which is turned most damage into Silver Coins. When Sponge collects 7 of these Silver Coins, it will give him. Ja, wirklich. Ach, wirklich. Oh mein Gott. Danke dafür. Cool. Aber vielleicht haben wir ja Glück und die haben eh wieder zu viele hingesetzt. Vier. Wenn jetzt noch eine kommt, habe ich Glück gehabt. Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt sterbe, ist sowieso egal. Hä? Was? Wo? Wo? Was? Hä? Wie hätte ich jetzt ohne Springboard hier weitergehen können? Ich meine, es ist ja nicht verpflichtend, das mitzunehmen. Über den Bullet? Das wäre aber dann auch kein sehr schönes Level-Design an der Stelle. Weil es nicht wirklich offensichtlich ist. Oh Gott. Oh. Den muss man auch erstmal finden. Denn warum sprach... Oh mein Gott. Jetzt wäre ich da fast reingesprungen, ne? Sagt dazu nichts. Ich mag das. Das ist dieses Dog-Theme, ne? Von Undertale. Wenn dieser. Na, ich will nicht spoilern für Leute, die Undertale nicht kennen. Nein! Das wird jetzt kein großes Story spoilern, aber halt eine lustige Stelle. Deswegen. Ne? Nein, warum springe ich denn da hoch? Oh, Kopf, was tust du? Nur Quatsch wieder hier. Wofür nehme ich das überhaupt nochmal mit? Ich weiß es nicht. Ich habe es bisher nicht wirklich nutzen können, ne? Soll es da vielleicht einfach nur stehen und ist es dafür da, um da hochzukommen an der Stelle? Aber man kommt ja auch so da hoch. Oh, ich renne überall rein. Das gibt's doch nicht. Uff. Oh, random generierte Bullet Bills sind großartig, echt. Oh, den habe ich vorhin vergessen. Sehr gut. Ernsthaft? Genau jetzt kommt der raus. Ist das dumm?
Also, wir versuchen mal, den Pilz zu behalten. Eventuell hilft mir das dann ja. Ach, jetzt... Egal, wo ich hinspringe, ich lande immer in so einem Viech, ey. Das gibt's doch nicht. Mann! Ja gut, das... Das war blöd. Das gibt's nicht, ne? Es würde man's magisch anziehen. Der Saves auf der Oberwelt gesetzt. Ja, aber das ist der Midway Point nicht mit drin. Aber er hat Saves gesetzt, das ist schon mal gut. Aber was mache ich? Ich wollte den State nicht, Entschuldigung. Der ist Quatsch. Ich werde hier natürlich nicht anfangen zu Save Staten. Gottes Willen. Wir werden ihn fast behalten. Aber nur fast. So, hier unten kann mir nichts mehr. Hier ist auch der Generator vorbei, ne? Anscheinend. So, jetzt kommen wir hier mal durch. Mensch, Mensch, Mensch. Toll. Na, dann halt nicht. Hä, hey, was ist... Moment, was ist da passiert? Zurück, zurück, zurück. Was passiert da mit Mario? Okay, alles klar. Warum nicht? Toxic Sewers. Hauptsache, der blöde Hintergrund ist weg. Ja! Hi. In welche Richtung muss ich denn? Ah, das ist für die Ja, das ist nur für die Yoshi-Coin, okay. Oh no. Ach, jetzt hätte ich unten lang gemusst für die Coin. Ja gut. Damit kann ich aber leben. Wait. Ah, da kann man hinfliegen. Aber ich habe nichts zum Fliegen. Jetzt habe ich auch nichts mehr zum Schießen.
Ah, okay, da wäre jetzt die Feder. Jetzt könnte man zurückgehen und sich die... Wenn man nicht blöd wäre, könnte man zurückgehen und sich die Coin holen. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ich muss das sogar machen. Ich muss die Feder behalten. Okay. Dann fliegen wir eben. Hä? Entschuldigung, bin ich dumm? Wo geht's denn weiter? Ich habe das nicht gesehen. Wow. Ups. Das sah wie Boden aus. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen problematisch. Ah, oder auch nicht. Okay. What a thrill. Oh nee. Also hoffentlich gleich wieder weg. James Bond. Ist das gerade sein Ernst? Du kannst Levels ja hochbauen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann hier nur. Geht es das ganze Lied, geht es einfach nur die Stage hier hoch. Ach, danke schön. Lab. Wow. Okay. Klar, die Feder brauche ich das Springboard eigentlich ja nicht, ne? Oh Gott. Ich lasse die Yoshi-Coin sein. Ah, hier bräuchte man jetzt eigentlich das Springboard. Das sieht übrigens äußerst interessant aus. Das ist jetzt nicht so gut. Brauche ich den Schlüssel, ist halt die Frage. Ach so! Ich sehe jetzt erst, dass hier der Schlüssel, das ist eine Tür. Hä? Hä? Ist die Tür zu oder was? Ich fühle mich verarscht. Lass den mal hier. Vielleicht kommt da noch ein Schalter, der die Tür aufmacht. Ein P-Switch oder sowas, ne? Das kann ja sein. Nee. Hä? Okay, Moment.
Das ist einfach die Tür. Also ihr seht, das geht nicht auf. Hä? Da ist kein Exit gesetzt. Verarschen kann ich mich alleine. Was ein Quatsch. Steht jetzt echt Bowser? Lul. Tschüss. Also so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht, Freunde. Warum bin ich in die Richtung so langsam? Wie hat er das denn gemacht? In die bin ich schneller, aber in die bin ich langsam. Wie so, wenn es so Wind gegensteuern würde oder sowas. Oh nein. How could that happen to me? Armer Sponge. Na komm, da kommt bestimmt wieder Biop. Nein, nichts von Biop benutzt. Ach, er ist immer bei Tools. Ich denke immer, ASM ist Biop, aber er ist bei Tools. Der Mario Start Editor. Grüße gehen raus. Also bis auf das eine Level ein netter Hack auf jeden Fall. Kann man anbieten. Ja, offensichtlich die End, weil es geht nicht weiter. Ich kann nichts anderes machen. Und es sind ja auch 5 Exits nur gewesen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, das war das, was es sein sollte. Ein ganz kurzer Hack, ein Part, passt und tschüss.